Ja, Herr Strolz, Riesenaufregung um den ORF im Zentrum, Armin Wolf und seine Interviewführung. Aber da steckt doch mehr dahinter. Was ist denn da aus Ihrer Sicht los? Na, ich habe den Eindruck, dass die interne Neuordnung des ORF, der Managementstrukturen, einfach ein Stück weit planlos verläuft und das führt zu großen Verwerfungen. Das ist mein Eindruck. Warum gerade Armin Wolf? Sein Interviewstil wird da vor allem kritisiert von manchen Seiten. Das kann ich nicht ganz verorten, die Dynamiken. Es geht drunter und drüber intern. Ich glaube, als politisch Verantwortlicher hier im Parlament sollte ich das nicht kommentieren auch. Das ist eine unternehmensinterne Angelegenheit. Haben Sie den Eindruck generell, dass man im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sehr objektiv befragt werden soll oder, wie es geheißen hat, man fühlt sich wie in einem Verhörkammerl? Haben Sie da den Eindruck, darf öffentlich-rechtlicher Rundfunk das auch? Na, muss es sogar. Also öffentlich-rechtlicher Rundfunk mit Zwangsgebühren oder Pflichtgebühren kann ja nur eine Legitimation haben, nämlich dass kritischer Journalismus objektiv in hoher Qualität organisiert wird. Wenn das nicht funktioniert, braucht man keinen öffentlich-rechtlichen. Ich finde, dass der ORF das über weite Strecken auch gut organisiert. Jetzt kann man den einen mögen oder nicht. So what? Er macht seine kritische Geschichte. Den persönlichen Stil habe ich als Politiker nicht zu kommentieren. Bereitet man sich da persönlich anders vor auf ein Armin Wolf-Interview? Sie haben das auch schon einige Male genossen. Ja, dass er kein angenehmer Zeitgenosse ist für einen Politiker, allemal. Ja, und ob jetzt ein Journalist einen Sympathiepreis gewinnt oder nicht, ich bin nicht die Jury dafür. Ja, also natürlich schaut man sich an, wer kommt als Gegenüber, aber das interessiert mich genauso, wenn Sie kommen. Das ist, glaube ich, bei jeder persönlichen Begegnung so, dass man sich erkundigt, wer sitzt mir gegenüber. Das macht man auch bei einem Interview. Das ist ja nichts anderes als eine normale menschliche Vorgangsweise. Diese Aufregung jetzt, vor allem mit Armin Wolf, der Person im Zentrum, sieht man da vielleicht auch, wie viel die Politik dann auch in diesen ORF hineinspielt? Ja, ich finde eben, dass sich die Politik insgesamt heraushalten soll. Also ich brauche auch keinen Landeshauptmann oder ehemaligen Landeshauptmann, der von gelenktem Journalismus spricht. Ja, außer, dass er natürlich mit seinen Umgang mit dem Landesstudio vielleicht ein Experte in dieser Angelegenheit ist, aber genau diese Zustände wollen wir abschaffen. Deswegen sagen wir neue Strukturen für den ORF, ratzfatz weg mit dem Stiftungsrat in dieser Form. Das ist eine ungute Einmengung von sogenannten Freundeskreisen. Das ist nichts anderes als das alte System, das sich irgendwie immer den ORF herrichten will. Das sehen wir NEOS komplett anders. Wir sagen, es soll einen Öffentlich-Rechtlichen geben, mit weniger Pflichtgeldern drin als jetzt natürlich. Deswegen wollen wir es steuerfinanzieren, mit einem Budget hier im Parlament verabschiedet. Die GIS schaffen wir ab. Den Einfluss der Parteien, den drehen wir massiv zurück. Und den öffentlich-rechtlichen Auftrag, den wollen wir stärken. Das ist unsere Ansage, das ist eine mutige Ansage. Keine andere Parlamentskraft hat sich irgendwie getraut, ein Konzept zu legen, dem alle die Hosen voll, weil sie sich der Feinde machen. Mir ist das völlig blunzen. Ja, wir haben hier ein Konzept, wir haben einen soliden Plan im Sinne der Bürgerinnen und Bürger und es braucht dringend Veränderung hier im ORF. Das ist außer Frage. Diese Veränderungen, die jetzt geplant sind mit diesen Channel-Strukturen, heißen Sie die gut oder ist das prinzipiell die richtige Richtung oder ist das für Politik jetzt etwas, wo man sagt, das überlässt man dem Unternehmen selbst? Das überlasse ich dem Unternehmen selbst. Die Vorgabe der Politik muss sein, unabhängige, objektive Berichterstattung. Also keine Beeinflussung durch parteipolitische Freundeskreise und ähnliche Dinge. Das ist die Vorgabe. An dem ist die ORF-Führung zu messen. Werden wir schauen, was er zusammenbringt. Er ist jedenfalls im Verzug. Er hat gesagt, er wird das irgendwie neu organisieren, der Herr Wrabetz. Das hat er bisher nicht geschafft. Warum das so schwer ist, weiß ich nicht. Aber das sind Interne, die habe ich nicht weiter zu kommentieren.